Genug Sport. So, wir sind wieder da. Kuckuck. Also das ist ein Sendeformat, was ihr auch machen könnt. Und zwar, es ist möglich, einfach über GTV, wenn es Themen euch interessieren, wie das hier, dann könnt ihr einfach etwas dazu sagen, dann könnt ihr ein Video zeigen, ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert, dann könnt ihr einfach auch mit in Kommentare gehen oder mitgestalten und könnt ihr entscheiden, welche Video ihr zeigt, eben dieses Thema. Finde ich wichtig. Es ist gut, wenn wir uns natürlich vorbereiten. Und es ist wirklich ein unglaublich wichtiges Thema. Die letzten viele Sendungen haben wir einfach auch gemacht über das Magnetfeld und dessen Veränderungen. Das heißt, alles, was Keshe auch sagt, ist eigentlich unser neues Bewusstsein, was natürlich diese Technologien, ob sie jetzt funktionieren oder nicht, die sind selbstverständlich, dass man zum Beispiel ein, so wie die das gemacht haben, die amerikanische Drohne, plötzlich entzieht man dem Magnetfeld und wird einfach auch runtergeholt. Das sind alle Möglichkeiten, die wir haben. Und die Computer stürzen ab. Ja, Computer stürzen, also es sind viele Sachen, die auf der Manipulationsebene gemacht worden sind, aber doch jetzt schon möglich sind. Und deswegen die Einladung, in diese Forschung auch mit reinzugehen. Der Perpetuum Mobile ist das Selbstverständlichste, was es gibt. Denn eben, wie auch Dario vorhin gelesen hat, die Erde dreht sich ohne Erdöl zu verbrauchen oder Gas, ne? Also Energie ist wirklich im Universum unendlich und es ist einfach ein Verständnis von der Intelligenz der Natur notwendig. Daher finde ich, dass in Schulen und Universitäten sollte man mehr die Natur beobachten, die Natur studieren und fühlen, wie das Ganze funktioniert. Mehr Wandertage. Hm? Mehr Wandertage. Mehr Wandertage. Und doch, wie die diese berühmte einfach Gruppe oder Forscher mit Celestine und Prophezeiung von Celestine, haben wir schon einiges gesehen. Durch die Beobachtung der Natur entsteht die Wissenschaft. Und ich habe mich jetzt nicht so groß informiert in dieses Thema, aber ich lade wirklich ein, zum Beispiel, wir fühlen uns leichter. Oh, ich fühle mich heute leichter. Was ist geschehen? Ne? Ich auch. Also ich kann das Magnetfeld beeinflussen, indem ich mich schwer fühle oder leichter fühle. Also als Menschen, wir können schon. Wir kennen einfach auch schon viele. Und ich empfehle wirklich immer auf menschliche Ebene diese Sachen mit dem eigenen Bewusstsein zu testen. Nijinsky, der berühmteste Tänzer aller Zeit, ein Russe, der konnte schweben, wo er getanzt hat. Wer? Ne? Nijinsky. Kann ich nicht persönlich. Es ist schon weg. Achso, da liegt's. Also man konnte einfach auch sehen, dass ja die Gravitation durch sein Tanzen überwunden hat, indem er. Das heißt, all diese Sachen in unserer Biologie, in unserem inneren Magnetismus haben wir die Möglichkeit, im Rahmen des Möglichen neu neu zu erforschen mit den Möglichkeiten, die jetzt die Natur uns freigegeben hat, durch die Veränderung, durch die Sonne, durch die Konstellationen, durch alles, was sich jetzt einfach auch neu entwickelt hat. Wie gesagt, ich bin nicht in das Thema, ich habe einfach auch gedacht, irgendjemand könnte zum Beispiel jeden Abend oder ab und zu jemand so eine Sendung über diese Themen sich informieren, Video zusammenstellen und gemeinsam auch in die Forschung gehen.
Heute habe ich auch eine Sendung, was nächsten Donnerstag sein wird, das zeige ich euch, wird die Weltmeditation in GTV. Wir werden auch uns mit USA verbinden und andere Orte der Welt, so wie ich das zeitlich einfach auch schaffen werde. Weltfrieden Live Meditation der Galaktische Föderation. Und da ist uns einfach auch die Idee gekommen, ihr kennt alle die Kornkreise und dessen geometrische Strukturen. Und mit diesem berühmten Forscher der Kornkreise, der in Österreich einfach auch sitzt, der Jay Goldner, haben wir gesagt, Mensch, lass uns, er interpretiert die Kornkreise und deren heilige Geometrie, was für Informationen einfach auch da drin sind, welche kodierte Informationen man lesen kann. Und meine Empfehlung war, das wird ihnen einfach auch übermittelt, Mensch, lass uns hier in GTV einen Kornkreis mit eben Jay Goldner zusammen, gemeinsam, er kann interpretieren, er kann entkodieren, aber wir auch. Und für mich ist die Entkodierung der Botschaften der Kornkreise etwas, weil sie, so wie Mandala, in Organismen dargestellt werden, ist nicht von einem Mensch zu bewältigen, sondern immer von mehreren Menschen, am besten in GTV, die gemeinsam aus unterschiedlicher Sichtweise die Symbolik, die Bilder, die Filme, die Worte, die Schwingungen und den Tanz aus den Kornkreisen entlesen können. Das ist für mich organismische Intelligenz, weil eben ich oder du oder er oder sie könnten, was weiß ich, so wie Keshe, einfach große Sachen erfinden. Aber all diese Sachen sind nur geschützt, wenn jeder die eigene Intelligenz, ergänzende Intelligenz zur Verfügung stellt, in der intuitive, ganzheitliche, organismische Wahrnehmung. Jo, wir haben jetzt um 21 Uhr eine andere Sendung, und zwar fragen schon, wo Sabine ist. Wo sind sie alle? Die anderen kommen jetzt. Kommt noch mehr, Sabine? Eben, die Live-Sendung fängt jetzt in 5 Minuten an, und da ist ein anderes Thema. Ein Freund, mit dem wir gemeinsam forschen in München, gehen wir mit ihm auf der Ebene des Matrix-Familiencode, haben wir sein ganzes System einfach gesehen und etwas entdeckt, wo wir einfach auch vorstellen möchten. Aber bleiben wir noch, ich denke, viele sind einfach für das Thema der Keshe Foundation, ob ihr noch Fragen in Bezug darauf habt oder nicht, so dass wir in 5 Minuten mit Oliver in das neue Thema reingehen können. Das war, wie gesagt, ein Beispiel, wie du Spaß haben könntest. Ich kann dir alles zeigen, regelmäßig eine Sendung über freie Energien oder Ernährung oder, was dich interessiert, Kornkreise, und gemeinsam in der Familie zu schauen, ob man neue Erkenntnisse, ergänzende Erkenntnisse einfach auch machen kann, durch das Zusammenschauen und durch den Chat und durch die Eingebung, die jeder einfach auch bekommen kann. Hallo, freie Energie Einhorn. Keine Fragen. So, ihr könnt für alle, die neu sind, natürlich jedes Thema
zieht vielleicht auch neue Leute. Und eben mit dem Thema nächsten Donnerstag um 8 Uhr Weltfrieden-Live-Meditation hier in JTV mit Julia Sonne und Carsten Steffen aus München. Und sorry, wenn ich mich einfach auch so kurz einfach auch bleibe, aber das ist eine Möglichkeit, ein Spiel. Ich bin von morgens bis abends beschäftigt, wo du Themen, die dich interessieren, wie das hier recherchieren, ein bisschen auf Sendung gehen, dann ein kleines Film zeigen, gemeinsam kommentieren und was für mich das Wichtigste ist, gemeinsam in die Wahrnehmung zu gehen, also nicht mental bleiben. Ne? Wie sich die freie Energiemaschinen anfühlen. Ja, wie das in uns, wie wir das Bewusstsein der freien Energien in uns aktivieren können. Eben, wenn dein Thema ist, eben, dass du oft müde wirst, wie mache ich das in meinem Körper? Ne, dass wir das studieren, wie wir jetzt, was ich oft in der Wirtschaft mache, freie Energie bedeutet, geben und nehmen in Gleichgewicht, dass die Mitarbeiter nicht müde sind von der Arbeit, sondern richtig entspannt. Ne? Bitte schön, macht es euch bequem. Okay. So, die nächste Sendung fängt in 2 Minuten. Wir stellen kurz um. Aus technischen Gründen mache ich einen Stopp und starte auch wieder. Nochmal, das Thema ist unsere Rüstung, wie wir unsere Rüstung aufbauen können, abbauen können, um mehr Freiheit zu bekommen. Mit Oliver aus München und Annette und die kleine Sabine und der große Jeet, nein, auch klein. Und Jeet. Das größte Einhorn. Und das Christ-Einhorn. Größte Einhorn, ja, aller Zeiten. Einhorn vom Mond. So, Dankeschön und ich stoppe und starte gleich wieder. Beziehungsweise Dario erzählt noch ein paar Minuten über freie Energie. Ich hole mir was zu trinken. Freie Energie? Ist frei. Hm? Ich hätte gesagt, es soll noch was erzählen. Über freie Energie, warum dich das interessiert? Ich erzähle nicht nur Geschichten, ich interessiere mich auch sehr für die Technik und habe schon mit der freien Energie beschäftigt. Fakt ist, dass es seit über 100 Jahren Erfindungen gibt, mit der man unbegrenzt Energie aus dem Nullpunkt-Energiefeld ziehen kann. Allerdings wurden diese Erfindungen seit über 100 Jahren unterdrückt von der herrschenden Elite, weil die ihr Ölmonopol nicht gefährden wollen, ihr Machtmittel. Aber wie es aussieht, ist es jetzt endlich in der Zeit, dass es Finder und Organisationen schaffen, das alles zu präsentieren und die Cache Foundation, dass wir endlich diese Technologie nutzen können, einen wahrhaften Fortschritt haben können. Genau, Tesla. Genau, Santa Maria. Ja. Okay, dann ich stoppe kurz und starte gleich wieder. Ne? Bleibt da. Was ist denn das Thema? Im Wahrheit.